Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Lisa Frankenstein. In diesem Film geht es um Lisa, Lisa Swallows, lustiger Name, gespielt von Catherine Newton. Die kennt man unter zum Beispiel unter anderem von Paranormal Activity oder Freaky oder auch aus Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ja, und diese Katie, die ist, ja, die hat ihre Mutter durch einen, durch einen Überfall bzw. einen Einbruch verloren. Und ja, mit ihrem Vater ist sie dann umgezogen und ja, ihr Vater hat eine neue Frau kennengelernt. Und diese, die Mutter hat dann halt eine Tochter. Die Tochter ist Taffy, gespielt von Lisa Soberano. Die kennt man zum Beispiel aus Must Be Love. Und ja, die gehen zusammen auf derselben Schule in den 1980er Jahren. Aber Lisa ist nicht so die beliebteste Schülerin. Sie ist auch so ein bisschen durch den Mord an ihrer Mutter halt auch so ein bisschen introvertiert und verbringt Zeit auf einem alten, abgelegenen Friedhof. Ja, ist dann halt bei so einer Büste von einem jungen Mann, der im Jahr 1937 verstorben ist. Und dieser Mann heißt Frankenstein. Und ja, durch ein Unwetter wird auf einmal der Frankenstein lebendig und er sucht dann Lisa auf und ja, sie ist erstmal gar nicht so begeistert und weiß erstmal überhaupt nichts mit ihm anzufangen, aber hinterher merkt sie, dass sie doch mehr gemeinsam haben, als sie eigentlich denken. Ja, so ungefähr grob die Handlung. Es ist jetzt kein Horrorfilm im klassischen Sinne. Es ist wirklich eine Horrorkomödie. Ja, an manchen Stellen auch ein bisschen, es ist makaber, ein bisschen sehr makaber an manchen Stellen. Manchmal ist es auch so ein bisschen, ja, da denkt man sich, okay. Der Film könnte jetzt mal so ein bisschen wieder an Tempo aufnehmen. Manchmal geht so das Erzähltempo mal ein bisschen hoch, dann geht's doch mal wieder ein bisschen sehr runter. Und da denkt man sich manchmal, kommt doch mal so ein bisschen in die Gänge. Aber wirklich teilweise auch ein paar lustige Ideen dabei, wo man sich denkt, nein, das macht ihr doch jetzt nicht wirklich oder so. Aber jetzt mal so ein bisschen auf das Schauspielerische, finde ich, haben sich echt alle Mühe gegeben. Also es war jetzt wirklich so ein paar Sachen, wo man vielleicht denken könnte, ja, okay. Aber wie gesagt, es ist ja auch eine Komödie und es ist jetzt keine Frankensteins Monster-Literaturverfilmung, der jetzt hier irgendwie durch die Gegend geistert und irgendwie da Stress macht oder so. Das ist es jetzt so jetzt nicht. Es ist wirklich auch wirklich so ein paar Dinge, wo man jetzt denkt, ja, okay, hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber kann man wirklich mal so machen. Es ist wirklich mal so eine etwas andere Herangehensweise. Ja, auch so wie sie sich dann hinterher mit den ganzen Sachen da interagiert und so. Ja, es ist wirklich eine interessante Sache. Also man kann jetzt wirklich nicht mehr dazu sagen, ohne etwas zu spoilern, weil sonst würde man echt dann schon wieder ziemlich viel verraten. Aber ich kann sagen, also wer so ein bisschen auf so, ja, sag jetzt mal, makaberen, schwarzen Humor, wie auch immer, wie man das, oder britischen Humor, auch wenn das jetzt kein britischer Film ist, ja, wenn man darauf vielleicht so steht, so wirklich so richtig makaber, dann sollte man sich den Film vielleicht mal angucken. Ob es jetzt unbedingt ein Kinoticket wert ist, das muss dann wirklich wieder jeder selbst entscheiden. Also, ja, den kann man sich natürlich auch ganz gut dann mal so im Dunkeln oder so mal alleine angucken oder zu zweit oder so. Ist vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht. Aber wer gerade Bock und Zeit hat und gerne so ein bisschen makabere Horrorkomödie sich mal auf der großen Leinwand angucken möchte, der kann dann natürlich auch ins Kino gehen. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung! Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies,
Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, Lisa Frankenstein, die amerikanische Horrorkomödie, hat viele interessante Sachen, hat viele makabere Sachen, aber vom Erzähltempo ist das manchmal ein bisschen, ja, da denkt man sich, kommt man ein bisschen in die Gänge. Also das fällt manchmal dann doch ein bisschen, wird dann manchmal ein bisschen sehr langsam, das Erzähltempo. Und dann nimmt es hinterher dann doch mal wieder ein bisschen Fahrt auf, dann wird es doch mal wieder ein bisschen langsamer. Aber so ein bisschen erinnert mich das Ganze auch so an, an den früheren Film Edward mit den Scherenhänden. Kann man sich, sollte man, kann man auch ein bisschen, habe ich mir so den einen oder anderen Vergleich da rangezogen. Ich dachte, das erinnert mich so ein bisschen an Edward mit den Scherenhänden, so ein bisschen. Aber ja, kann man aber von der Qualität, von der Ästhetik her, kann man das natürlich nicht miteinander vergleichen. Natürlich liegen da ja auch x Jahre dazwischen. Aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich fand den echt nicht schlecht. Auch von der ganzen Dramatik her, von den schauspielerischen her. Und ja, der Film hat wirklich ein paar sehr lustige Momente. Und somit gebe ich den Film, ja, zwischen 3 und 4 Totenköpfen. Weil der Film ist tatsächlich nicht schlecht, aber wie gesagt, manchmal fällt das Erzähltempo dann doch sehr langsam zurück. Und ja, ist halt so ein Film, den muss man halt mögen. Ist schon ein bisschen sehr spezieller Film. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und schaut doch mal unten in der Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und wie gesagt, schaut hier oben. Ich möchte die 500 voll haben. Helft mir doch bitte dabei. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.